Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zur Fortsetzung meiner Aquaman-Reise. Ich stürze mich heute todesmutig und verschnupft auf den Abschluss unseres ersten großen Peter-David-Komplexes. Und dann machen wir auch erstmal Cut und wir widmen uns ein paar kleineren anderen Dingen. Weil ich auch gesehen habe, hier in der Nummer 25, was wirklich alle Plots bisher vereint und erstmal zu Ende bringt, wird gesagt, hier könnt ihr Tempest lesen. Das letzte Mal habe ich noch so ein bisschen gemutmaßt, ob man mit der Nummer 20 vielleicht die Hintergründe zu Tempest in seiner Mini erfährt, was jetzt passiert ist in dieser Zwischenzeit, warum er älter aussieht, warum er sich charakterlich vielleicht zumindest ein bisschen gewandelt hat. Hier verfällt er schon wieder teilweise in alte Muster. Aber hier wird speziell gesagt, okay, wir haben was zu erledigen und das könnt ihr in dieser Miniserie nachlesen. Die werde ich mir jetzt aufgrund von schwieriger Verfügbarkeit in Deutschland bei eBay UK schießen. Und dann warten wir mal, bis die Sache ankommt und knüpfen dann wieder daran an. Ich hatte mich eigentlich schon darauf vorbereitet, nachdem ich die ersten beiden Hefte hier 21 und 22 gelesen habe, wovon auch wieder eins von Jim Calafiore gezeichnet ist und nicht von Martin Egeland, dass ich hier drauf total rumhacke auf den fünf Heften, weil ich das Gefühl hatte, Peter David nimmt allen seinen guten Ideen irgendwie die Wertigkeit. Und das bleibt auch irgendwo unterm Strich bestehen bis zum letzten Heft. Doch er schafft es mit der Nummer 23 bis wirklich zur 25 drei Hefte als Abschluss seines großen Plots zu schreiben, die mich irgendwie dann doch gefesselt haben und die mir wirklich Spaß gemacht haben, weil plötzlich alles zueinander kam. Und wenn man so ein bisschen über die Schwächen hinweg sah, dann war das wirklich nochmal ein richtig cooles Feuerwerk, wo Peter David auf jeden Fall auch nochmal seine Stärken beleuchten konnte. Und das ist auf jeden Fall, wenn er verschiedene Storystränge parallel schreibt und zwischen den Szenerien hin und her wechselt. Das hat er komischerweise enorm gut drauf. Also je mehr Plots er hat, und er ist ein großer Verfechter von vielen Plots, wie wir gemerkt haben über diese jetzt 25 Hefte, je mehr er da einbaut, desto mehr er wechselt, desto mehr passt das auch im Gesamtbild und desto besser ist der Fluss, den er irgendwie aufbauen kann. Das ergibt auch Sinn, weil in den Heften, wo wir nur ein Ziel vor Augen hatten, wir betreten jetzt die erste Lost City von Atlantis, das fühlte sich alles irgendwie nicht richtig an. Und man merkt auch wirklich, hier müssen wir noch die Cities 3, 4 und 5 abklappern. Der fühlt sich nicht wohl, wo er das macht. Das kann er irgendwie nicht. Und er will da so schnell wie möglich von wegkommen. Obwohl das eine ganz, ganz tolle Idee, ein ganz tolles Konzept ist, um eine Story aufzubauen. Aber irgendwie hat er, glaube ich, selbst gemerkt, so mein Gefühl, dass das nicht das Wahre ist. Und ja, man kann sich später über die Charakterkonstellation streiten, die er hier wählt. Auf der einen Seite ist es sehr gut, auf der anderen vielleicht etwas unbedacht und random, aber da kommen wir gleich zu. Aber ich glaube, Peter David kann sich in seiner Schreibe sehr gut selbst einschätzen und weiß, wenn es vielleicht mal nicht so rund läuft und weiß auch, wie seine Geschichte auf den Leser wirkt. Das traue ich ihm schon sehr gut zu. Also ich denke, der Mann ist schon relativ gut selbst reflektiert im Laufe dieser Reihe. In Heft 21 erkunden wir die dritte Lost City of Atlantis. Und ich werde diesen Namen jetzt nur einmal aussprechen und dann nennen wir es nur noch Tierna. Das ist Tierna Naosh oder Oge oder Oge. Nennen wir es Tierna. Ist einfacher. Das ist die Zauberstadt von Atlantis so gesehen. Ja, da sind ganz viele Meereswesen, die was mit Magie zu tun haben. Die haben wir schon mal kennengelernt in Aquaman Volume 2, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe, von 1986. Das war eine Top-Story, ne? Nochmal betont. Und jetzt gibt es natürlich die Schwierigkeit, dass zwischen der Volume 2 und dieser Volume 5 ist gar nicht so viel Zeit vergangen eigentlich, nicht mal ein Jahrzehnt. Jetzt haben wir das Problem, dass dazwischen ein wichtiges Event gespielt hat. Crisis on Infinite Earth, was natürlich einiges in Sachen Kanon, Legacy, was ist jetzt noch Kanon, durcheinander gebracht hat. Und das merkt man hier sehr stark. Er löst es okay, er löst es nicht optimal. Er sagt natürlich, okay, Aquaman ist jetzt hier, die Atlanta aus Tierna, die auch was mit Magie zu tun haben, die können sich an alles erinnern. Aquaman hingegen, der hat nur so ein dunkles, laues Gefühl, dass er sagt, ja, irgendwas war, es kommt mir bekannt vor, irgendwas war hier. Ich finde es nicht schlecht, ich fände es besser, wäre das selbst kennen gewesen, aber so ist es okay. Es passt irgendwie, hier wird es als Echo einer alternativen Zeitlinie angesehen und auch so benannt. Die Lösung finde ich total okay, trotzdem kam es auf mich, der jetzt die alte Story gelesen hat, etwas komisch rüber. Ich konnte es aber verknüpfen und ich weiß, was passiert ist. Alles gut, viel besser konnte das nicht lösen. Das war halt eine Herausforderung für ihn, die er irgendwie bewältigen musste. Es war okay. Hier arbeitet man dann auch ganz schön mit den Panelumrandungen. Immer wenn die Magie-Atlanta irgendwie ins Bild kommen und auch ihre Magie wirken, dann ändert sich die Panelgestaltung, dann arbeitet man mit sehr viel Ornamenten. Das sieht alles ganz toll aus. Und auch muss man natürlich sagen, das hier ist die erste Lost City,
die aufrichtig zusammen mit Aquaman kämpfen will, aufgrund der Historie, die Aquaman selbst nicht mehr kennt. Also das ist schon ganz schön, man versucht verschiedene Ansätze zu finden für die verschiedenen Lost Cities, aber das wird im Verlauf dieser Geschichte hier, besonders in Heft 22, auch noch zu Peter Davids Verhängnis, wo ich da wirklich gesagt habe, okay, jetzt geht's den Bach runter. Was noch zu betonen ist, Aquaman erwähnt auch in Heft 21, dass er sagt, das war die erste Nacht ohne Albträume. Für mich war das so das Gefühl, da sind jetzt das erste Mal andere Atlanta aus einer anderen Lost City, die ihm das erste Mal freundlich gesinnt sind, dass er zumindest einmal sorglos schlafen kann, dass er nicht direkt auf den nächsten Kampf vorbereitet sein muss. Die Sache mit Orm ist erstmal geklärt, Orm weiß Bescheid, die Sache, die familiäre Bande ist erstmal ausgeräumt. Da sind keine Geheimnisse mehr offen. Das beruhigt ihn irgendwie innerlich. Ja, das wollte ich nochmal kurz zwischenschieben. Heft 22, das geht schon los mit dem Moment, wo ich sage, Veto, geht gar nicht. Dolphin knutscht hier einfach mal mit Tempest. So aus der Situation heraus, total unnötig. Und sie gucken sich an, sie sagt, wow, bleibt völlig beeindruckt zurück. Und ich denke, Digga, stehst du nicht auf Aquaman? Was ist denn da los? Warum bist du denn so sprunghaft? Damit verfällt sie wieder total in das Muster, was man aus den ersten Heften kannte. Und das finde ich gar nicht gut, weil das entwertet sie als Charakter. Auf jeden Fall total. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ich meine, Tempest kannst du ruhig so weiter schreiben, dass er auch immer noch Charakterzüge von seiner damaligen Rolle als Aqualad hat. Kein Problem, irgendwie muss das ja auch in ihm verankert sein. Du kannst ihn ja nicht direkt auf den Kopf stellen oder komplett. Aber sie, das finde ich, hat der Story schon einiges an Glaubwürdigkeit irgendwie genommen. Und das tat mir im Herzen wirklich weh. Und da habe ich auch gesagt, nee, also das geht jetzt überhaupt gar nicht. Die vierte Lost City ist Basilia. Und hier kommt Peter David wirklich in die Bedrängnis, dass er nicht jede Lost City identisch angehen will. Er rollt die Geschichte jetzt ein bisschen von hinten auf und erklärt uns den Kontext erst hinten raus. Und das funktioniert für mich gar nicht, weil wir so allein gelassen werden und die Story selbst trägt das irgendwie nicht. Das ist zu grau. Da passiert zu wenig Eindeutiges, das uns irgendwie an das Heft fesseln könnte, was irgendwie wirklich Spannung erzeugt. Der Supportcast wird ein bisschen erweitert, aber auch mit einer relativ gesichtslosen Figur, dem Guardian, zu dem wir nichts wissen. Wir haben einen Hunter, der ihm gegenübersteht, zu dem wir so gesehen nichts wissen. Das funktioniert nicht, wenn wir überhaupt gar keinen Kontext haben. Ich finde es gut, dass er ein, zwei Seiten dann dazwischen schiebt, wo er uns die Historie dieser vierten Lost City liefert. Aber der Ansatz war halt schon so verquer, dass das gar nicht mehr geil ist. Und auch diese Erklärung selbst kommt für mich viel zu kurz. Ich hatte es jetzt schon in meinem Stream angesprochen, wo ich immer so ein bisschen Teaser hier, was ich gelesen habe. Ich hätte es so geil gefunden. Hätte man sich vielleicht zwei Hefte mehr genommen, einfach zwischengeschoben. Und wir hätten aus diesen jeweiligen ein, zwei Seiten, wie wir kurz eine Lost City erkunden, einfach mal 10 gemacht. Das fände ich so geil, wenn wir einfach mal an das Ufer so einer Insel, so einer Lost City betreten und erstmal ein bisschen ruhig gucken. Na klar kann da auch schon auf einer Lost City irgendwie ein schneller Überfall sein, schneller Kampf oder so. Aber mit ein bisschen Ruhe mal rangehen, ja? Erstmal gucken, was geht hier so ab, was sind hier für Lebewesen, wachsen hier andere Pflanzen und so. Einfach mal die Umwelt irgendwie aufsaugen, ein bisschen Ruhe in das ganze Ding reinbringen, denn das Pacing ist so enorm flott und das tut der Geschichte meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Auch der Leser hetzt sich selbst dann im Lesen. Ich habe gar keine Ruhe reinbekommen in dieser Geschichte. Ich habe mich öfter gefragt, liegt das jetzt an mir oder liegt das an dem, was mir hier geboten wird? Und ich bin fest der Meinung, dass hätte man eher diesen Erkunderstil gewählt, so wie ich ihn eben beschrieben habe, erstmal ein bisschen die Umwelt zeigen, erklären, erläutern, beschreiben, ganz wichtig, dann wäre ich auch mit deutlich mehr Ruhe dabei gewesen. Und das hat mir gefehlt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass ein Comic selbst vielleicht nicht das beste Medium ist. Aber in einer Ongoing kann man es immer noch besser machen als in einer Mini. Wisst ihr, was ich meine? Diesen Ansatz hätte ich viel, viel geiler gefunden als das, was Peter David jetzt im Laufe der Lost Cities daraus gemacht hat. Weil er sich halt selbst die Möglichkeiten irgendwie genommen hat. Da war auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial drin. Auch Atlan wird hier etwas sehr planlos in den Plot dann zu Aquaman integriert. Das hat auch nicht so ganz gepasst inhaltlich, aber letztendlich erfüllt er halt die Aufgabe, dass er Aquaman von den Kordax-Ereignissen auf der anderen Seite bei Tritonis irgendwie berichtet. Dass diese Plots so langsam zueinander geführt werden. Das ist für mich wieder ein kleines Problem, was ebenfalls okay gelöst worden ist, weil ich hätte sowohl den Kordax-Plot als auch den Dolphin-Plot und den Plot um ihr Geheimnis
deutlich weiter nach hinten geschoben als nur diese Nummer 25. Ich habe schon gesagt, er löst hier alles auf, es ist ein klarer Cut, aber ich hätte mir vielleicht doch noch ein, zwei Sachen offen gelassen. Weil hier nimmst du halt die Spannung aus allem raus und zumindest diese beiden Plots waren für mich ein bisschen zu schnell abgehandelt, weil da noch viel mehr Potenzial drin lag, um da irgendwie eine geile Story zu erzählen. Das war vielleicht ein bisschen übereifrig, aber wenn es sein Plan war, bin ich jetzt gespannt, was danach auf uns lauert, was für neue Plot-Ideen er schon im Kopf hatte. Nun habe ich mich natürlich auch gefragt, wo sind denn jetzt die Alien Invaders, die uns hier so angeteased wurden am Anfang der Story, ne? Zwei Videos zurück wahrscheinlich. Nun hatten wir ja in Basilia den Spot, den neuen Support-Cast-Charakter, den Guardian von Basilia, und der stand ja nun den Hunters entgegen. Hier, den da. Das sind Menschenerscheinungen in Rüstung, ne? Haben auch öfter mal den Helm ab, sind ganz normale Menschen so gesehen. Dadurch, dass man diese vierte Stadt Basilia von hinten aufräumt, storytechnisch, und uns Kontext erst später liefert zu der Stadt selbst, haben wir natürlich auch eine ganze Zeit verpasst. Diesen Timeskip bekommen wir nicht nachgeholt. Das wäre aber eigentlich genau der Punkt gewesen, wo wir bzw. Aquaman aufgeklärt worden wären, dass diese Hunters die Aliens sind. Das kann ich als Leser aber nicht verknüpfen, weil die aussehen wie Menschen. Das passt für mich nicht zusammen. Besonders weil Aliens sonst hier immer in den DC-Comics allgemein wie, keine Ahnung, Marsianer oder ganz abgedrehte Wesen dargestellt werden. Aber dadurch, dass es Menschen sind, waren das für mich keine Alien-Invader. Versteht ihr, was ich meine? Das war einfach untransparent. Und für die anderen Charaktere ist das wie selbstverständlich, dass das Aliens sind. Das fand ich ein bisschen sehr komisch. Und ja, auch Superman ist ein Außerirdischer. Und ja, der sieht auch aus wie Mensch. Keine Frage. Aber das ist klar. Wisst ihr, hier fehlt der Kontext halt total. Und das hat mich sehr, sehr unzufrieden zurückgelassen. Auch am Ende von Heft 22. Sehr, sehr viele Punkte, wo ich sagen muss, hier, das ist die Schwelle. Und da habe ich fast gesagt, ich kick das Ding hier raus. Ich lese das nicht mehr weiter. Nein, so übertrieben natürlich nicht. Aber grundsätzlich hätte ich viele Leute verstanden, die das an dem Punkt gesagt hätten. In der Nummer 23 fängt Peter David dann an, vieles richtig zu machen oder richtiger zu schieben, sagen wir mal so. Weil plötzlich halt auch die anderen Plots hier reinkommen, wo ich vielleicht, ja, ich sehe es halt zwiegespalten, aber es tut der Story gut. Kordax kommt rein und damit kommen natürlich auch wieder diese familiären Banden, weil Koryak ist ja bei Kordax und wird befehligt und Adlan ist dann dabei und Tempest ist dabei. Da ist sehr viel Vater-Sohn-Gedöns und Kordax als Ebenbild von Aquaman bloß als Böser dabei. Das ist sehr interessant und da wird das Vater-Sohn-Gefüge eigentlich mal richtig geschoben, weil Aquaman ist sehr viel näher an Tempest dran als an Koryak, der gerade sowieso ein bisschen abgedreht ist und Tempest und Koryak kämpfen auch gegeneinander. Und Aquaman sagt, Tempest, mach ihn platt. Ja, der gehört nicht auf unsere Seite im Moment. Und Tempest macht ihn platt. Und wie? Richtig gut. Der Kampf soll sich dann hinten raus auch nochmal wiederholen. Mit keinem anderen Ende. Das sei auch dazu gesagt, klar, wir brauchen irgendwo ein Happy End erstmal, damit der Cut gesetzt werden kann. Aber das war eigentlich eine schöne Verdeutlichung der Kräfteverhältnisse und auch, dass man der Historie in dem Sinn irgendwo treu bleibt. Ich bin aber sehr gespannt, wie Koryak jetzt weiter aufgebaut wird, weil er als Aquamans Sohn ist jetzt so weit weg von Aquaman gesehen. Also da müssen wir mal gucken, wie Peter David das noch ausarbeitet und vielleicht noch rumreißt, weil ich will eigentlich ein Happy End mit Koryak. Und es ist eigentlich auch ganz cool, weil du merkst es halt, Kordax ist wirklich eine krasse Bedrohung. Hier wird nicht einfach ein Kampf gezeigt und der ist dann zu Ende und Kordax ist besiegt. Wir haben ein erstes Aufeinandertreffen und die beiden Parteien trennen sich dann wieder. Das ist eher so ein erstes Beschnuppern. Und hinten raus gibt es dann halt nochmal einen Kampf. Zwei Ausgaben später. Ist ein bisschen verfrüht, sage ich ja. Aber grundsätzlich hätte das auch hier Potenzial gehabt, das nochmal so zu stricken und weitere Treffen zu haben. Und dann später hat man einen ganz großen Showdown. Jetzt zieht man das Ganze etwas vor. Es funktioniert trotzdem in Ordnung. Und deswegen, da merkt man wirklich, Kordax war eine Bedrohung. Und ich lasse jetzt auch mal direkt die Bombe platzen. Kordax war auch die Stimme in Dolphins Kopf. Und Dolphin wendet sich kurzzeitig gegen Aquaman. Was ist Dolphin für ein komischer Charakter? Ich meine, auch hier geht das Ganze wieder einigermaßen gut aus, weil sie sich besinnen kann. Die Bande zu Aquaman ist eng genug, um von ihrer Mission, ihn zu töten, abzukommen. Ja, aber da hätte man noch deutlich mehr rausholen können. Ich meine, er hat den Plot jetzt zu Ende gebracht. Es ist nichts, was offen im Raum steht. Und wie hätte man das auch weiter spinnen sollen, wenn Kordax jetzt erstmal ausgeräumt ist, weil dann hätte es keine Stimme mehr in ihrem Kopf geben können. Ja, sehe ich auch irgendwo ein, wenn, dann musste man die beiden Plots jetzt zusammenschließen. Aber so ein bisschen Hintergrund zu Dolphin
fehlt ihr. Wir haben eine Seite Vergangenheit von ihr bekommen, aber das kann doch nicht alles sein, wo sie in High Brazil war und der Seher in sie reingeschaut hat. Das war alles? Ich glaube nicht. Nein, ich hoffe, da kommt noch was und ich hoffe, Dolphin wird uns noch weiter begleiten. Das würde mich sonst sehr enttäuschen. Der Plot war sehr schnell abgehandelt und auch Aquaman hat das, glaube ich, gar nicht so wirklich wahrgenommen. Sie sagt dann schon in Heft 2, hätte ich eigentlich dich abschießen sollen und wollen und nicht Charybdis, wie der Schurke hieß auch schon wieder. Fup, ganz weg. Und es gab nochmal so eine Szene. Ne? Dolphins Plot, man hatte viele Möglichkeiten, es ist okay zu Ende gebracht, aber hier hättest du ihn länger laufen lassen sollen zusammen mit Kordax. Hier entwertet Peter David also wieder seine eigene Story so ein bisschen und das ist schade, weil das taucht halt wirklich öfter auf. In der Nummer 23 versammeln wir dann den Supportcast um Aquaman, weil alle bisherigen Bedrohungen tauchen dann zeitgleich auf und es gibt einen großen gesammelten Showdown. Gegen Kordax, gegen die Alien Invaders, also die Hunters hier, und dann auch gegen Tiamat, dieses mystische Drachenwesen, wo wir dann auch später lernen, dass Tiamat und ihr Volk in Beziehung zu diesen Hunters steht und dass die früher gekämpft haben, ein Abkommen hatten und jetzt geht alles wieder in die Brüche und es gibt einen ganz, ganz großen Showdown. Was natürlich auch ein bisschen Spannung erzeugt, weil wir haben nicht nur Gut gegen Böse, sondern Gut gegen Böse. Also es ist ein Dreieck und wir kämpfen an mehreren Fronten. Ganz interessant, besonders weil wir auch über die verschiedenen Lost Cities verteilt sind. Man kann sich körperlich natürlich nicht zerreißen und irgendwie will Aquaman natürlich alle Truppen, ich sag mal Truppen, ne, die Bewohner der verschiedenen Cities, dann natürlich seinen eigenen Cast, die auch aufgeteilt sind, die will er natürlich irgendwie befehligen, alle zugleich und das ist nicht so leicht. Gut, dass sein Vater ein Magier ist, der natürlich dafür sorgen kann, dass Aquaman zumindest telepathisch an allen Orten gleichzeitig sein kann, auch wenn es ihm viel Kraft kostet. Schönes Panel war übrigens hier, dass er sich körperlich zerreißt wurde durch seine Haare irgendwie so ein bisschen dargestellt. Das war ganz nett. Die Beziehung zu Atlan selbst auch nicht ganz perfekt ausgefeilt. Mal gucken, was uns da die Tempest Mini noch gibt und dann die darauf folgenden Hefte. War auch ein bisschen kurz angebunden, aber war ebenfalls okay. Wir brauchten Charaktere, die den Cast hier erweitern. Und Atlan war da sicherlich eine gute Möglichkeit, das zu tun. Aber Peter David findet diesen Cast auf eine ganz wilde Art und Weise cool zusammen, muss ich sagen. Weil er bedient sich sehr viel Atlantis Legacy aus älteren Jahrzehnten, aus jüngeren zurückliegenden Jahrzehnten. Und dann kommt noch eine Figur auf jeden Fall neu dazu. Und dann zieht er sich auch noch was aus der Justice League selbst. Also das Ganze ist irgendwie ein so heterogenes Gebilde, dass es schon wieder passt. Es ist komisch zu beschreiben, aber ich hatte sehr viel Spaß an dieser Truppe. Wir haben natürlich Aquaman selbst, Dolphin, wir haben Tempest, Atlan, die sowieso dazugehören, klar. Dann haben wir Arion, Lord of Atlantis, The Immortal. 35 Ausgaben hatte der mal in einer früheren Volume, Anfang der 80er. 1992 kam nochmal 6 Teile raus, also das ist eine Figur, die gehört zu Atlantis und das war sinnvoll, auch wenn wir vorher in der Volume noch nichts gehört hatten dazu. Sowas finde ich immer geil, wenn er sowas auspackt. Das hatten wir in der Volume davor auch, wo ich das schon beschrieben habe mit den Sea Devils, die dazu kamen. Die Sea Devils, die haben wir hier auch wieder drin. Ja, wieder Bezug zu Volume 4, Bezug zu der Sea Devil-Reihe, die es mal früher in den 60ern gab. Sowas mag ich enorm gern, wenn sowas wieder aus der Kiste geholt wird. Ebenso haben wir Bezüge zu den Reihen All-Star Squadron und Young All-Stars in Persona von Tsunami, noch nie gesehen, und Neptune Perkins, der auch eher auf dieser politischen Ebene aktiv ist und gar nicht so mit unseren Aquaman-Cast-Charakteren zu tun hat, sondern dann eher mit den Alien-Invaders kommuniziert, weil er, ich weiß nicht, er war im Weißen Haus angestellt. Was seine genaue Rolle war, ich kann mich nicht mehr ganz entsinnen. Auf jeden Fall war er auch Teil der Story. Aber auch hier, total cool, du greifst die alte Charaktere und diese beiden Reihen, die ich eben benannt habe, All-Star Squadron und Young All-Stars, sind so weit weg von mir, ne? Die werde ich auch wahrscheinlich nie lesen, ne? Aber ich finde es trotzdem genial, dass man sich Figuren aus dieser Reihe zieht, weil es irgendwie thematisch passt. Und die beiden, die haben noch eine Tochter, Deep Blue. Und die führt Peter David hier ein. Und auch die finde ich vom Design her großartig. Ihre Kraft ist super cool. Sie kann Meeresbewohner, egal wie groß, wie klein, noch viel größer werden lassen und dementsprechend auch die Kräfte von denen multiplizieren. Und das passt natürlich so geil. Ihr wisst, ich liebe die Darstellung von großen Meeresbewohnern hier, von Meereslebewesen in den Heften. Schaut euch das mal an. Es ist doch großartig. Davon hätte ich noch am liebsten viel mehr gesehen. Ich habe aber auch schon bei der Recherche gesehen, sie wird jetzt nicht das letzte Mal vorkommen. Sie kommt noch öfter vor. Und auch innerhalb dieser Truppe. Das passt irgendwie.
Da gibt es witzige Passagen, da gibt es ernste Passagen. Insgesamt funktioniert das wirklich gut. Wen ziehen wir da noch mit rein aus der Justice League? Power Girl, die er zufällig auf dem Weg trifft. Okay. Hingenommen. Hingenommen und trotzdem passt sie ganz gut. Auch als Counterpart zu Aquaman, die beiden haben auch die ein oder andere wirklich gelungene Konversation. Da bin ich gar nicht böse, dass der Aufbau für Power Girl selbst hier vielleicht ein bisschen, naja, sagen wir, scheiße ist. Dazu gesellen sich dann halt noch die Bewohner der bereits bereisten Lost Cities, sowie der Guardian aus High Brazil, also der so aussah wie der weiße Marsianer, ihr erinnert euch vielleicht, sowie die Zauberinnen von Tiana. In Persona von Nuada, die hier dazu kommt, die wir halt schon aus Aquaman Volume 2 kennen. Das ist eigentlich ziemlich geil, oder? Das ist ziemlich geil. Das ist wirklich gelungen von Peter David. Wir bekommen dann hier auch endlich die Aufklärung, was es mit diesen Totenkopfsphären auf sich hat, dass es da wirklich viele von gibt, dass die auch für das Sinken von Atlantis damals verantwortlich waren. Wir bekommen hier ganz viel Kontext plötzlich. Und das Schöne ist, wir bekommen nicht nur einseitigen Kontext geliefert, eine Erzählung einseitig. Wir haben einmal Aquaman, der alles aus sich rauslässt, und wir haben auf der anderen Seite den Anführer der Hunters von den Alien Invaders, der das Ganze auf seine eigene diplomatische Art, der will natürlich auch nur das Beste für die Welt. Ich meine, man kennt Bösewichte und erzählt dieselbe Geschichte ganz anders. Ich fand das cool, dass man hier zwei Seiten einer Medaille gezeigt bekommt, wobei wir natürlich wissen, dass man einem Aquaman etwas mehr vertrauen kann, aber die Wahrheit liegt halt immer in der Mitte und so ganz Unrecht hat der Anführer der Hunters ja auch nicht. Aquaman wird dann auch noch vor die Wahl gestellt von den Hunters. Sie könnten ihm unglaubliche Kraft geben, einen krassen Kraftboost. Und sie füttern ihn noch so ein bisschen an, weil er lehnt nicht direkt ab. Nicht zu diesem Zeitpunkt, weil er ist ja ein Schlauer, ne? Und sie sagen, du könntest diese Welt in ein goldenes Zeitalter führen. Und wir wollten ja auch immer nur das Beste für die Welt. Was damit einherkommt an Zerstörung und Kaputtmachen von Bestehendem, das verschweigen sie natürlich. Nicht nur Aquaman, sondern auch der Welt. Und Aquaman wird das später der Welt preisgeben, was eigentlich Sache war von den Hunters, ne? Was der eigentliche Plan war. Aber für den Moment sagt er erstmal, okay, ich überleg's mir. Und er müsste auch mit den Konsequenzen leben, wenn er ablehnt, denn die werden uns nicht offenbart. Es wird nur gesagt, dann wirst du sehen, dann verschwinden wir, aber du musst mit den Konsequenzen leben, auch wenn dich alle dafür hassen werden. Die Hunters wollten natürlich auch ein dickes Pfund in der Hand haben im Kampf gegen Tiamat. Das war das, wo wir anfangs mit Aquaman unter Atlantis waren, wo wir auf dieses mystische Drachenwesen getroffen waren, ne? Ihr erinnert euch. Und das hätte man besser aufbauen können, weil hier war sie dann einfach plötzlich wieder im Plot drin. Plötzlich gab es diese Verstrickung zu den Hunters. Das ging alles ein bisschen schnell, aber okay, wir sind halt an sehr vielen Fronten und das kam uns halt auch ein bisschen entgegen. Unser Supportcast gab es her, er war groß genug und wir konnten an allen Ecken und Enden, an allen Fronten kämpfen. Das war okay und wie gesagt, das ist Peter Davids große Stärke gewesen hier, dass er parallele Storystränge sehr gut beleuchten kann. Also, Fazit: Wir haben hier reinen Tisch gemacht, komplett mit dieser Volume bisher. Und er hat es tatsächlich retten können. Er hat es retten können, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja, der Kampf selbst war auch ein bisschen flat zum Schluss. Ja, das mit Kordax war zu kurz, das mit Dorfen war zu kurz. Und irgendwie lässt es mich als Leser doch zufrieden zurück. Das hätte ich überhaupt nicht mehr erwartet. Ich habe so auf den ersten beiden Heften jetzt auch in dem Video rumgeknüppelt. Und das meiner Meinung nach zu Recht. Aber was er mit diesem Cast hier rausholt, was er mit der Gruppe hier rausholt, das ist richtig, richtig, richtig gut. Das Zusammenspiel funktioniert super. Er schreibt es dann plötzlich wie ein Boss, also wirklich richtig geil. Und da kann ich über so viele Schwächen hinwegsehen. Die Hunters, oh Gott, so scheiße aufgebaut. Also, es hätte wirklich deutlich mehr Erzählung selbst sein müssen, als nur zeigen, boom, peng, pow. Das war nix, aber er hätte sich mehr Zeit nehmen sollen an manchen Stellen, ne? Ja, schade, dass Kordax nicht mehr weitergeht. Ich hoffe, er taucht noch mal auf. Aber es ist grundsätzlich ein gelungenes Ende zu diesem Zeitpunkt der Volume. Und da knüpfen wir dann mit Tempest an, wir knüpfen dann mit den weiteren Heften an. Und ich denke, 25 ist auch erstmal wieder eine gute Anzahl, um kurzes Päuschen zwischenzuschieben. Ich hoffe, bisher hat euch die Aquaman-Reise ganz gut gefallen. Lasst eure Meinung gerne da. Ich bin auf jeden Fall voll drin gewesen. Das hätte ich so nicht erwartet. Was mir gerade noch einfällt, scheiß mal auf das Fazit hier. Diesen Aquaman-Cast, was mich so entertaint hat. Es gab im New 52 nach der normalen Johns und wer auch immer danach da dran war an der normalen Aquaman-Reihe, da gab es noch eine Aquaman and Friends oder sowas, sowas ähnliches. Es gab noch eine zweite Aquaman-Reihe, wo auch wieder ein Cast um ihn rum aufgebaut wurde. Aquaman and Friends wäre vielleicht ein bisschen billig, ne? Hieß wahrscheinlich anders, aber dann nochmal irgendwie 20, 25 Hefte.
Das wäre jetzt auch interessant, ne? Aber ich habe nicht mal Aquaman New 52, also mal schauen. Ja. Ihr merkt, er hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, ne? Peter David. Gerade noch so, mein Freund. Gerade noch so. Und ich bin mit nicht allem einverstanden, was du hier getan hast. Aber gerade noch so. Ich würde als Schulnote, glaube ich, bisher eine 4 geben. Es war nicht katastrophal, es waren gute Elemente dabei, aber es ist halt nicht ausreichend für das, was er kann. Vielleicht eine 4 plus durch das Ende jetzt. Aber ja, also wenn das jetzt weiter so in die richtige Richtung geht, dann bin ich vielleicht irgendwann auch zufrieden und dann gucken wir mal, ne? Das war's bisher. Das war der erste große Block meiner Aquaman-Reise. Ne, der zweite. Erste war ja Volume 4. Der zweite große Block meiner Aquaman-Reise. Bis zum nächsten Mal.